Hallo meine lieben Mittelalter-Fans da draußen und herzlich willkommen hier zurück zu Kingdom Come Deliverance. Wir sind kurz davor, einen weiteren Lagerplatz von irgendwelchen Räubern anzugreifen. Ich muss gleich nochmal eine Runde speichern, dafür haben wir den Retterschnaps. Und wir sind auch in der Nähe von einem Ort, wo ich glaube, dass ein Schatz sein könnte. Ich versuche gerade eben bloß erstmal rauszukriegen, wo sich dieses Räuberlager befindet. Das muss ja direkt da unten gleich sein, da wo es diese Hirsche hingaloppieren. Ich glaube, der Punkt ist gekommen. Ich kann gerade nicht speichern. Warum kann ich gerade nicht speichern? Weil ich nicht genug Schnaps dabei habe. Pferd hat Schnaps. Wo ist der Retterschnaps? Hey Pferd. Retterschnaps. Gib mir mal eine Retterschnaps. Das reichen mir, um zu speichern. So. Da sind die Typen irgendwo da unten. Ich finde das voll geil umgesetzt. Blöder Gaul. Soll sich nicht von mir ablenken lassen. Da ist das Lager. Da unten. Was ist das? Lol. Ihr Drecksbastarde, hat der eine gesagt. Nicht wahr? Letztes Mal waren es die Handschuhe, oder? Die gegen den Felge. Ich will mal ein bisschen Bogen schießen. Oh, fuck! Da schießt einer mit Pfeil und Bogen. Der ist tot. Sehr gut. Na, na, na. Das war knapp. Den habe ich getroffen. Der war daneben. Den habe ich getroffen. Und erwischt. Zwei habe ich schon ausgeschaltet. Mit Pfeil und Bogen. Okay. Was machst du denn da? Leute erschießen. Alarm! Seid vorsichtig! Mach ruhig. Meine Gebete wurden erhört. Oh! An jemandem auslassen. Ich hab dich in Stücke, du. Hier drüben. Fuck. Zu den Waffen. Hier rüber. Okay, ich hab keine Pfeile mehr, so wie es aussieht. Du bist tot. Uiui, Junge. Boah, ist der taub. Ist der drauf, das der Typ. Willst du kämpfen? Ich muss erstmal den hier ausschalten. Mehr hast du nicht drauf. Der ist erwischt. Den habe ich erwischt. Sehr gut. Okay. Boah. Komm her, Junge. Eieiei, die Ausdauer schon wieder. Uiuiui. Was ist denn das für ein Penner, ey? Komm her. Ja, ja. Der hilft jetzt auch nicht mehr. So. So viel dazu. Gibt wahrscheinlich noch einen. Es gibt immer fünf. Bogenschießen macht auch Sinn, haben wir festgestellt gerade eben. Also ich muss ganz ehrlich sagen,
ich habe das Gefühl, wir entwickeln eine gewisse Routine, was diesen Job angeht. Oh, der schwarze Kugel ist ganz schön was wert. Und diesen Langstreckenpfeil genommen, wessen Spitzpfeil? Händlerschwert, das ist auch was wert. Hatte der nicht auch eine Waffe? Wenn, dann weiß ich nicht wo. Heiliges Blechle. Das sind wieder Sachen, die was wert sind. Muss ich den Typen ja fast nackig machen. So. Tap, tap, tap. Die Bunthaube brauche ich nicht. Das Hasenfleisch, wen interessiert denn das? Einen Silberring hat er aber. Ansonsten sehe ich keine Waffe. Und den anderen habe ich, glaube ich, da unten erschossen, ne? Jo. Der hatte noch eine Axt. Wo auch immer die das Zeug hier haben, ey. Ja, der Rest ist irgendwie nicht so wichtig. Ich muss jetzt mal das alles hier erstmal nochmal einlagern und dann kann ich in das Lager runtergehen und mir überlegen, ob ich da noch irgendjemanden bekämpfen muss. Das werden wir ja gleich sehen. Habe ich irgendwie eine Waffe? Händlerschwert, genau. Weg mit. Weg mit. Weg und weg. Ich nehme jetzt die verbesserten Jagdpfeile. Es ist besser, als gar keinen Pfeil zu haben. War blöd, dass uns die Pfeile da so in unserer Fernkampfaktion ausgegangen ist. Oder ausgegangen sind. So, wir sind nicht mehr beladen. Jetzt können wir da runter. An mehr kann ich mich auch gar nicht erinnern, dass ich ausgeschaltet hätte. Das ist wieder ein Pferd. Ich wünschte mir, ich könnte Pferde verkaufen. Wow. Lol, das kann ich gar nicht knacken, ne? Boah, ich hasse es. Warum muss das sehr schwer sein? Das ist doof. Da komme ich doch in 1000 Jahren nicht zurück. Okay, wir sind jetzt hier. Können also theoretisch, wenn wir jetzt nach Norden gehen, mal Richtung Fluss gehen. Und jetzt einfach mal gucken, was jetzt hier diese Schatzsuche so sagt, ne? Schatz 2. Da macht der Fluss einen Schlenker. Und dann ist da irgendwo so eine Art Mine. Ich muss eine Mine finden. Ist das hier? Höhle? Nee. Das ist eher jenseits von da. Das Rattei. Der Schlenker macht... Ich muss mir diesen Schlenker für diesen Fluss mal angucken. Also wenn, dann ist es eher noch weiter... im Westen. Würde ich mal annehmen. Also ich würde annehmen, dass es weiter im Westen ist. Wir gucken einfach mal, ne? Galöppel, Galöppel. Fast schon da, wo der Fluss aufhört. Ich meine, so war es ja angezeigt.
habe einen Weg gefunden. Ich weiß nicht, ob ich hier sein sollte für den Schatz, aber... Da vorne gibt es jetzt immerhin wieder mal so ein bisschen felsiges Gebiet, wo ich glaube, dass da eine Mine sein könnte. Ah, hier macht jetzt der Fluss einen Schlenker. Ein ganz mieses Gefühl bei den Jungs hier. Hi. Zu den Waffen! Was? Wer kämpft denn da? Schlachte dich ab. Komm her, du Weiß. Wow, die greifen mich an, ja. Das ist eine ganze Menge von denen. Wow. Das ist eine ganze Menge von den Typen da. Kurva fix. Ich habe versehentlich jemanden getötet, den ich nicht töten hätte sollen. Was war das jetzt hier? Ich steig mal ab. Eins. Das sind Banditen. Den Banditen will ich töten. Ist das auch ein Bandit? Yo. Okay, ich kann nichts dafür, dass diese Banditen buggen. Ich wasche meine Hände in Unschuld. Ich habe versehentlich anscheinend eine der Wachen getötet, die diese bekämpft haben. Na, dann nehme ich jetzt halt trotzdem diese Typen aus. Ich kann nichts dafür, dass die hier rumbuggen. Ne? Das ist nicht mein Fehler. Du. Ich habe versehentlich irgendwas getötet, was halt glockenförmiger Eisenhut. Gewöhnlich. Jesus Gott. Was der Typ hat. Alles, was ansatzweise 100 kostet, wird mitgenommen. Guten Tag, der Herr. Ein Wächter. Wenn Sie meinen. Der hat noch ein bisschen Geld. Ringelblumenaufguss auf jeden Fall. Das ist der Hammer, was manche von denen dabei haben. Ja. Dazu fällt mir nichts ein, Leute. Ich nehme den Schild mal mit. Was ist das hier? Holzfäller-Axt. Eher unbrauchbar. Als Reiter ist es irgendwie ziemlich easy, diese Typen niederzumachen. Ekelhaft. Ist ja gar nichts wert. Pack mal alles wunderschön ins Pferdchen. Da, wo es hingehört. So. Aufsitzen.
Jetzt gucken wir auf die Karte. Aha. Hier macht's einen Schlenker. Ist da etwa Sasau? Kann ich mit dem reden? Nö. Das scheint so ein Sasau-Wächter zu sein. Also ich nehme mal an, dass es Sasau ist. Und ich möchte jetzt mal gucken, ob das jetzt hier irgendwo diese Mine ist, die ich brauche. Ich meine, hier hat es immerhin ein bisschen felsiges Gebiet. Wow, ist es steil hier. Das ist, ja. Eher anspruchsvoll. Galoppe mal auf den Berg hinauf. Moment. Schauen wir mal wieder nach, ne? Da ist ein Weg. Führt dann ewig in diese Richtung. Das kann auch das hier gemeint. Das kann sein, dass das hier gemeint ist und nicht der Weg. Eventuell muss ich wirklich eher noch ein bisschen mehr, also deutlich mehr in die Richtung. Deutlich mehr nach Osten, meine ich. Wow. Ich probiere mein Glück eher mit deutlich mehr nach Osten. Da, wo der Bach wieder ist. Es kann gut sein, dass das gemeint ist. Ich meine, es muss ja an irgendwelchen erkennbaren Orten sein. Dass man überhaupt eine Chance hat, den ganzen Quatsch zu finden, ne? Erschreckt mich halt. Komische Tiere. Ein Bildstock. So, jetzt sind wir hier. Weiß der Geier. Es sieht eher so aus, als ob da irgendwie so eine Art Felsformation sein müsste. Entlang eines Weges und dann geht's nach Südosten auf einen Fels zu. Das muss ja hier sein. Südosten. Auf einen Fels zu. Ich folge jetzt mal dem Weg hier zurück. Ich bezweifle, dass es sich hierbei um einen einzelnen Stein handeln dürfte. Ich bin besser im Reiten geworden. Allein dadurch, dass ich versuche, hier Schätze zu finden, werde ich besser in Dingen, ne? Wer bist denn du? Wer bist denn du? Ich habe einen Plan. Was? What the hell? Was ist denn? Es ist nur... Du siehst mir wie einer aus, der Mumm in den Knochen hat. Und wie es der Zufall will, suche ich jemanden wie dich. Schon gut. Sag mir, worum es geht. Es ist etwas kompliziert. Sagen wir so. Ich weiß, wo eine Art Schatz vergraben liegt. Und du könntest mich überreden, dieses Wissen mit dir zu teilen. Für einen vernünftigen Preis, versteht sich. Bin ganz ohr. 80? Ich verstehe das nicht. Warum holst du dir den Schatz nicht selbst? Du sagst das so leicht. Er ist bestimmt an einem abgelegenen Ort vergraben. Und überall treiben sich Halunken und anderes Gesindel herum. Da verhökere ich ihn lieber für ein paar Groschen, statt meinen Hals zu riskieren. Das macht irgendwoher Sinn. Die Sache klingt nicht ganz astrein. Woher weißt du davon? Ich
lange Geschichte. Meine Schwester hat einen Burschen aus Kulin geheiratet. Der war Schinder und hat so einiges erlebt. Jedenfalls, seine Schwester... Nee, halt. So war das nicht. Der war aus Kuttenberg. Und er war kein Schinder, sondern hat im Badehaus gearbeitet. Was? Schon gut, schon gut. Ich muss nicht deine ganze Familiengeschichte hören. Wilde Geschichte. Aber ein Versuch wert. Ausgezeichnet. Hier, nimm das. Und viel Erfolg auf deiner Suche. Ja, 80 Groschen, mein Gott, das wird mich nicht umbringen. So viel wie wir haben. Definitiv nicht, meine Freunde. So, also wie gesagt, wenn das jetzt hier der Bereich ist... Südosten hat es geheißen. Die Frage ist halt bloß, auf welcher Seite das bloß ist, ne? Das kann ich momentan definitiv nicht beantworten. Aber ich würde mal behaupten, dass das hier am nächsten an das rankommt. Und wir brauchen im Grunde... Vielleicht ist es sogar der Weg hier. Wir müssen einfach nur eine Mine finden. Oder eine Höhle oder irgendwas. Ich bin mir da momentan nicht so sicher. Wow, lol. Das ist ein Pfad. Was ist denn das hier von Scheiß? Das sind irgendwelche Kringel. Mal wieder so ein sogenannter interessanter Ort. Was auch immer dieses Spiel als interessante Orte definiert. Hier geht's irgendwie weiter. Ich weiß nicht, wie weit ich noch gehen muss. Hier geht's nicht weiter. Okay. Aber hier geht's irgendwie weiter. Das ist ein Häschen. Karte. Also das hier ist jetzt hier so ein interessanter Ort. Da haben wir so einen Bildstock gefunden. Also ich würde eher behaupten, dass es vielleicht sogar eher hier ist. Also irgendwie ist auch hier der Weg ziemlich kacke eingezeichnet. Wenn ich jetzt mich nochmal zurückerinnere. Es ist ein Weg, der da geht. Vielleicht muss ich mich mehr auf den Weg konzentrieren. Es geht erst runter, dann leicht wieder hoch und dann geht's wieder runter. Es geht runter, wieder hoch und dann geht's wieder... Das könnte auch genauso gut hier sein, wisst ihr? Das ist... Kann jetzt hier echt überall sein. Das ist mega scheiße eingezeichnet. Ich laufe jetzt einfach mal hier durch und gucke, ob ich hier irgendwie einfach sowas in der Höhle finde. Was ist das da drüben? Ich mach's lieber Pferd. Der Gaul hat mehr Ausdauer. Ich will aber nicht nach Nordosten. Ah doch, nach Nordosten ist eigentlich auch ganz okay. Sieht hier alles überhaupt nicht danach aus. Da kann ich ja... Was ist das? Was ist das hier? Sag mir bitte nicht, das ist der Ort, wo ich... Es ist der Ort, wo ich schon mal war. Ach Gott, shit. Kann aber auch das hier sein. Es geht runter. Wieder hoch. Und wieder...
Und wenn es das hier ist? Ey, also das ist eine beschissene Karte. Das ist wirklich eine mega beschissene Karte. Weg. Rechts, also von rechts oben angefangen. Links, runterwärts. Egal, wie ich mir das angucke. Ich gehe hier lang. Also wahrscheinlich ist das hier mein Weg runterwärts. Dann muss es ja eigentlich irgendwo hier sein. Vielleicht bin ich richtig. Ich weiß es nicht. Wir galoppieren jetzt einfach mal nach Süden. Und gucken, ob wir hier irgendwo was finden, was auf eine Mine oder eine Höhle hindeutet. Völlig egal, was. Gott, hier sind schon wieder diese scheiß nervigen Viecher. Die wir schon vor ein paar Folgen hatten. Mal Zirsche. Ich habe keine Ahnung. Das kann nicht so weit sein. Wo sind wir denn jetzt, um Himmels Willen? Ey, sorry, das... sei denn, das ist so gemeint. Runter. Hoch. Und rechts ist Rattai. Moment. Das kann sein. Das kann höchstens sein, dass es mega scheiße eingezeichnet ist. Ist der Weg. Ich folge dem jetzt einfach mal. Es wäre sehr praktisch, wenn irgendwo mal ein Zeichen wäre, ne? Aber hier ist nichts. Genau. Und da geht es jetzt wieder hoch. Ende von dem Hoch müsste es dann fast sein. Oh Gott. Mich würde nicht wundern, wenn ich jetzt in 30.000 Kumanen reinreiten würde. Ich guck mal hier in den Wald rein. Vranicker Wälder. Schatzsuche ist echt nicht leicht. Das Spiel möchte nicht, dass Schätze gefunden werden. Guten Tag, der Herr. Ja, ja, schimpf du nur. Okay, wie weit bin ich jetzt gekommen? Also irgendwo hier. Und dann würde ich mal behaupten, müssen wir jetzt einfach jetzt hier so nach Süden, ne? So, ja, vielleicht ein bisschen nach Südosten. Ja, oh Gott, hier durchbrechen. Unter Holz. Ich dachte eine Sekunde lang, da wäre was, aber da war nichts. Schwer, sich hier umzusehen. Da hinten ist irgendwas. Ein
Eine Hütte. Könnte es das sein? Interessanter Ort, behauptet das Spiel. Dass der immer pfeifen muss, nur weil ich... Wow. Ich kann die Pfeile nehmen. Als ob das ein Unfallort wäre. Ganz im Ernst, das ist doch kein Unfall. Da wurde jemand ermordet. Der arme Tropf wurde getötet. Kann es ja fast nicht sein. Wo bin ich denn jetzt? Ich muss eher noch in diese Richtung, ganz im Ernst. Keine Ahnung. Mehr nach Südosten. Ich finde es cool, dass sowas hier ist, aber es ist auch gleichzeitig irgendwie erschreckend, dass da so ein Toter rumliegt, ne? Stell sich das mal vor, ne? Bist da plötzlich und... Da liegt halt ein Toter drin. Erschossen von 3 Pfeilen. Keiner kann erzählen, was da genau passiert ist. Hier ist wieder. Jetzt ist nicht die Zeit herumzustromern. Was? Wo bin ich denn jetzt gelandet? Ich bin. An der Grenze der Map angekommen, so wie es aussieht. Herumzustromern. Also er will mir im Grunde sagen, hey Junge, dreh um. Ich galöppel jetzt halt. Also das ist schon mal eine coole Meldung. Jetzt wissen wir immerhin, wie das klingt. Oder was er sagt, wenn wir an die Grenze der Map kommen. Grenze der Map ist einfach quasi, er weigert sich weiterzugehen, weil es einfach zu weit ab vom Schuss ist. Was soll ich denn jetzt hier noch machen, ey? Ich habe keine Ahnung, Leute. Wir kehren jetzt erstmal hierhin zurück. Weil ich einfach sonst keine Idee habe. Vielleicht komme ich später nochmal zurück. Vielleicht hole ich mir auch nochmal so ein bisschen Informationshilfe. Es gibt ja inzwischen so ein paar Hints, ne, wie man das machen kann. Manche Leute haben sich ja darauf spezialisiert, solche Videos zu machen. Ich ignoriere diesen Wanderer. Und sag euch jetzt einfach mal, weil es schon so spät jetzt auch gerade eben jetzt hier für uns ist, bis zum nächsten Mal eine schöne Zeit. Macht's gut. Tschüssi. Und...